Eingeladen zu den besten Spaghetti der Welt. Du darfst den Rotwein nicht vergessen. Gewachsen, Harry, wo ist der gewachsen? Wie oft soll ich das noch sagen? An den Hängen des Vesuvs. An den Hängen des Vesuvs. Ja. Ach, wie sich das anhört. Na, hört sich das an. Hört sich großartig an. Da ist der Boden ja auch noch heiß. Gut, also, jetzt macht solche einen Witz nach dem anderen. Ich weiß nur eines, das ist ein gutes Restaurant, ein neues Restaurant, und das betreiben Italiener, das mit einer deutschen Feier. So, und die wiederum hat eine Schwester, und die ist noch besser als der Wein. Feuriger. Der hat das richtige Wort, feuriger Harry steht in Flammen. Aber jetzt übertreibt doch nicht, die ist hübsch anzusehen, na und? Vielen Dank für die Einladung, aber ich gehe heute Abend ins Theater. Eine Komödie. Ich möchte mal wieder lachen. Hier gibt's ja nicht so viel zu lachen. Ja, es wird wirklich manchmal schwer. Also, viel Spaß noch. Euch ebenfalls. Tschüss. Ist nur wegen der Spaghetti. Du, keine Türquälerei. Danke. Bitte. Du kennst dich ja hier aus. Ja. Na, Wetter ist aber voll hier. Was? Da vorne ist was frei. Sehen. Ja, die ist nicht zu übersehen. Gefällt sie dir nicht? Wieso mir? Ja, dir muss sie auch nicht gefallen. Guten Abend. Das ist mein vorgesetzter Kollege und Freund. Mein Name ist Derek und bitte nehmen Sie ernst, was er sagte. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, nachdem ich so viel schon von Ihnen gehört habe. Was hat er denn erzählt? Och, es waren fast Gedichte. Oh. Einverstanden. Sagen Sie, was gibt's denn heute? Er ist da. Er ist da. Du weißt genau, wen ich meine. Was soll ich mit diesem Mann? Soll ich zu diesem Mann gehen und sagen, bitte helfen Sie mir, ja? Ja, genau das meine ich. Er ist Kriminalbeamter, ein Polizist. Du kommst nicht aus ohne Polizei. Polizia, ist sie allmächtig? Kannst du mir sagen, sie ist allmächtig, ja? Ich frage mich, ob Gott ist noch allmächtig. Aber wir haben uns doch vor... Ich habe eine Milanese und eine Carbonara. Perché tu, ja? Sì, per favore. Sie ist nett. Nett? Ist das nicht ein bisschen wenig? Er ist da. Und er hat noch jemanden bei sich, seinen Vorgesetzten. Beide sind von der Mordkommission. Was ist das für ein Wort? Mordekommission, Mamma mia. Und das ist gut, dass ich spreche mit Leuten, die sind von der Mordekommission. Das denkst du, ja? Er will nicht mit ihm reden. Aber wir haben doch ausgemacht. Ich weiß. Sage ich ihm ja auch. Wir waren noch fest entschlossen, die Polizei einzuschalten. Ja, will er das nicht mehr? Mario! Ich will. Ich will nicht. Was weiß ich, was ich will oder was ich nicht will? Ich weiß nur, dass Polizia macht alles verschlimmert. Wir lieben Polizia nicht. Wenn die hören, ich gehe zu Polizia, dann... Dann? Was dann? Dann drehen die durch. Dann machen die... Dann müssen sie was machen. Una reazione. Das ist die Grundlage von ihrem Geschäft, verstehst du? Ja, willst du denn zahlen? Nein, ich will nicht. Natürlich will ich nicht. Na, wovon denn? Womit denn? Ich habe Schulden. Wir haben doch gerade erst angefangen. Das werde ich Ihnen sagen. Ich möchte gerne, prego, nichts gegen zu sagen, aber leider keine Geld. Vielleicht später. Na, später vielleicht. Wenn ich nicht mehr so bin im Druck. Später, später, ja und gerne. Das darf doch nicht wahr sein. Eine Pizza. Pizza kommt gleich. Wann willst du mit Ihnen sprechen? Ich muss gleich weg. Was musst du? Ich muss gleich weg, in 20 Minuten. Was muss er? Du hörst es doch, er muss gleich weg. Er trifft sich mit Ihnen. Wann? Jetzt? Ja, aber davon weiß ich doch gar nichts. Ich höre es ja auch zum ersten Mal. Wen triffst du? Und wo?
Sie haben angerufen, Sie haben gesagt, um halb zehn. Und wo, ich darf nicht sagen, zu niemandem. Mario, wir haben die Polizei im Lokal. Und wenn Sie uns nur einen Rat geben, wir brauchen doch einen Rat. Jetzt in dieser Situation. Wenn ich gehe zur Polizei, mi fanno la pelle. Ich weiß Situationen genau, in was ich bin. Situationen wie Merda. Da kann keiner geben einen Rat. Sie ist Sekretärin. Und ihre Schwester und ihr Schwager, die haben das Lokal vor kurzem übernommen, haben die ganzen Ersparnisse reingesteckt. Und sie hilft halt ein bisschen aus, damit die Kosten niedrig gehalten werden. Sie ist prachtvoll. Sie ist geil. Das ist ein Wort. Na Gott sei Dank. Mario. Anna. Fühl mich nicht. Denn du sagst, du hast Angst. Ich habe auch Angst. Ich habe Angst. Ich habe nie im Leben gemacht. Nicht normale Sachen. Nur alles, was ist normal, was ist vernünftig, was ist Logica? Was willst du denn mit den Bankauszügen? Die sollen sie sich ansehen, sollen sehen, was da steht. Dass da steht soll und nicht habe. Spiacente, aber non soldi, das müssen sie einsehen, wenn sie sind vernünftig. Das sind sie ja. Irgendwie sind sie auch Kaufleute. Wenn auch eine besondere Form. Und wo können ihn alle? Du zahlst also nicht? Nein, ich zahle nicht, weil ich nicht zahlen kann und ich werde Ihnen die Gründe sagen. Was willst du denn? Die Kinder schlafen schon. Ich will sie ja nicht wecken, nur sehen. Chef, der Nehmende. Mal kurz weg. Ist irgendetwas los? Was soll denn los sein? Warum fragst du? Na, die Stimmung hier. Ist er noch nicht da? Nein. Eine Dreiviertelstunde. Zu lange, um nur Nein zu sagen.
Tja, Harry, wollen wir nicht mal? Ja. Das Mädchen scheint heute besonders beschäftigt zu sein. Ja, hast eigentlich recht. Ansonsten kommt sie nämlich ab und zu an den Tisch oder setzt sich sogar dazu. Ursula, können wir zahlen, bitte? Können Sie mich noch ein bisschen bleiben? Ein bisschen bleiben? Ja. Ja, bitte bleiben Sie noch. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, warum. Aber es hat einen Grund. Einen wichtigen Grund. Darf ich Sie noch auf ein Wein einladen? Tja, danke, das ist sehr freundlich. Harry, der Mädchen hat Sorgen. Es scheint so. Ursula, komm schnell. Irgendwie ist die heute ganz anders. Irgendwas ist hier los. Frau Verlani? Sie sind in der Wohnung. Mario, was haben Sie denn mit dir gemacht? Wie siehst du aus? Das ist erschrecklich. Wir müssen sofort einen Arzt rufen. Kein Arzt. Keiner Arzt. Komm, halt ihn fest, ja. Komm, wir ziehen diese Jacke aus. Diese Bande. Ich hab ihn. Sie haben akzeptiert nichts. Haben meine Banko-Auszüge getreten in die Ehre. Komm, kannst du aufstehen, halt ihn fest. Questa Banda senza Kohle. Wir bringen dich ins Badezimmer. Da geht's in die Wohnung. Gott, was sollen wir nur tun? Das kann man nicht hinnehmen. Einen Menschen so zuzurichten. Er braucht einen Arzt, Anna. Keiner Arzt. Keiner Arzt. Notarzt, Harry. Irgendwelche Leute verlangen etwas von ihm. Sie nennen das Schutzgebühr, damit nichts passiert, dem Laden nichts passiert. Sie garantieren Ruhe und Frieden, wenn er nur zahlt, jede Woche oder jeden Monat. Ja, es fängt auch hier an. Düsseldorf, Frankfurt, die ersten Anzeichen sind da zerstörte Geschäfte. Meist sind es italienische Restaurants. Sie fangen offenbar dort an, wo Sie glauben, mit dieser Art von Geschäft am schnellsten verstanden zu werden. Ihr Schwager wollte nicht zahlen. Weil er nicht konnte. Notaufnahme. Hatte innere Blutungen. Ehe wir was tun konnten, war er schon tot. Der Mann ist in eine Schlägerei geraten? Nein. Er ist erschlagen worden. Das ist ein Unterschied. Frau Forlani, können Sie mir ein paar Fragen beantworten? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Bleiben Sie bei ihr heute. Ja, natürlich. Ich lasse Sie nicht allein. Tja, Harry, was wolltest du heute Abend? Danke. Mir ein nettes Mädchen vorstellen. Tja, kann ihm nur leid tun. Ich meine, als wir da waren, war er ja noch in der Küche. Er hätte uns ja bloß zu fragen brauchen, was man in so einem Fall tun soll, nicht? Warum hat er das nicht getan? Angst, Harry.
Angst. Das ist ein schlechter Ratgeber. Nimm noch eine Tablette, Anna. Er hat mir noch etwas gesagt. Er hat einen von den Männern erkannt. Ein Gast, der immer mittwochs kommt. Nur mittwochs. Niemals an einem anderen Tag. Sie saßen alle in einem Auto. Er hat sich die Nummer gemerkt. Und er hat sie mir genannt. Anna, warum hast du das nicht der Polizei gesagt? Weil ich Angst habe. Aber Anna, wenn du die Nummer weißt, dann ist das doch so gut, als hätten wir seine Mörder. Ich weiß, ich weiß. Morgen. Ursula, morgen vielleicht. Ich konnte nichts sagen. Ich dachte mir, warte. Warte bis morgen. Ich wollte einfach nichts entscheiden. Ich wollte es wieder denken können. Du wirst die Nummer vergessen, Anna. Gib mir Papier und Bleistift. Nicht wissen? Nein. Weil es meine Sache ist. Weil ich erst über alles nachdenken muss. Du machst einen Fehler. Ich habe Kinder. Frau Weichler. Grüß Gott, ich wollte Sie eben anrufen. Wie geht's Ihnen? Nicht gut. Meine Schwester hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich natürlich auch nicht. Wissen Sie, es ist alles nur noch schlimmer geworden. Das tut mir leid. Ich bin in einer ganz schlimmen Lage. Ich brauche Ihren Rat. Meine Schwester weiß einiges. Mario konnte mit ihr noch sprechen. Ja, guten Morgen, Fräulein Weichner. Grüß Gott. Von Ursula hat mir gerade erzählt, dass der Mario mit seiner Frau noch ein paar Worte hat wechseln können. Er hat einen der Männer erkannt. Wie viele waren es? Drei. Einer von ihnen ist ein Gast, der nur mittwochs kommt, nie an einem anderen Tag. Hat er diesen Gast beschrieben? Nein. Aber da ist noch etwas. Wissen Sie, ich sage das ohne das Wissen meiner Schwester. Er hat sich die Nummer des Wagens gemerkt, in dem die Männer saßen, die ihn getötet haben. Ja, das wird uns natürlich weiterhelfen. Wie ist die Nummer? Sie hat sie mir nicht gesagt. Sie hat sie auf einen Zettel geschrieben und den hat sie eingeschlossen. Warum denn eingeschlossen? Sie sagt, sie will überlegen, nachdenken. Ob sie den Zettel rausrücken soll, oder was? Nun hat sie auch Angst, ne? Ja, sicher. Ja, wir müssen sie dazu bringen, dass sie uns die Nummer nennt. Heute Morgen, nachdem wir die Kinder in die Schule geschickt haben, da kam ein Anruf. Ein Mann rief an, er sagte seinen Namen nicht. Er sagte aber ganz klar, keine Mitteilungen an die Polizei. Meine Schwester war zu Tode erschrocken. Weiß sie, dass Sie hier sind? Nein. Was kann man tun? Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Frau Forlani. Guten Morgen, Frau Forlani. Guten Morgen. Ich habe das Lokal aufgemacht. Ich wollte erst nicht, aber... Dann dachte ich mir, was würde er wollen? Und ich war mir ganz sicher, dass er sagen würde, mach auf, es muss weitergehen. Ja, Frau Forlani, wir haben ein paar Fragen an Sie. Ja, ja, natürlich. Ihre Schwester war bei uns. War sie? Ja. Sie hat uns gesagt, dass Sie gestern mit Ihrem Mann noch sprechen konnten. Hat sie das gesagt? Was hat sie gesagt?
dass Ihr Mann einen dieser Männer erkannt hat, einen Gast, der immer nur mittwochs kommt. Und dass Sie die Autonummer haben. Nein, ich... Die Nummer... Ja, er hat mir eine Nummer gesagt, aber... Ich habe sie nicht richtig verstanden. Er konnte kaum sprechen. Ich habe irgendeine Nummer verstanden. Um ihn nicht weiter aufzuregen, habe ich gesagt, ja, ja. Na, ich verstehe. Könnte ich die Nummer trotzdem haben? Nein. Verstehen Sie bitte, ich will keinen Fehler machen. Aber wir brauchen die Nummer. Und ich sage nein. Frau Falani. Wie konntest du zur Polizei gehen, ohne mich zu fragen? Aber ich konnte doch nicht anders. Ein Mord, Anna. Er ist ermordet worden. Aber ich war am Telefon heute Morgen und ich weiß, was ich gehört habe. Ich sage nichts. Die Autonummer. Anna! Bekommt niemand. Frau Falani, wer hat Sie angerufen heute Morgen? Haben Sie vielleicht die Stimme erkannt? War es die Stimme eines Deutschen oder eines Ausländers? Was wurde gesprochen? Wir müssen es wissen. Es war ein Mann. Er sprach Deutsch. Gut Deutsch. Er sagte, ihr Mann ist tot. Dass er tot ist, das ist sein Fehler. Der Mann wiederholte, das ist sein Fehler. Begehen Sie jetzt nicht auch einen und nichts an die Polizei. Dann legte der Mann auf. Und ich wusste, dass ich mit einem Mörder gesprochen hatte. Das war schrecklich. Bitte verstehen Sie, dass ich nichts weiter sagen kann. Ich habe mit meinem Vater telefoniert. Er kommt aus Augsburg rüber. Er wird heute Nachmittag hier sein. Lassen Sie mich erst mit meinem Vater sprechen. Bitte. Sie mich nicht weiter. Ich werde überlegen, was ich tun kann. Aber dafür brauche ich Zeit. Schon gut, Frau Falani. Wir werden jetzt mit den Kellnern reden, ne? Ja, wir haben gestern Abend noch alles gehört. Ich frage mich, warum er hat nicht gezahlt. Rede doch keinen Unsinn. Niemals darf man das machen. Habe ich nicht recht? Man darf doch nicht zurückweichen vor Gewalt. Das wäre doch wohl lächerlich. Habe ich recht? Ja, Sie haben recht. Den ganzen Morgen streiten wir uns. Ein junger Kerl da... Treiben Sie Sport und alles Mögliche. Aber wenn es drauf ankommt, da sind Sie nichts. Ein Haufen Luft. Ich habe ihm gesagt, willst du zu Kreuze kriechen vor Verbrechern? Vor Leuten, die nicht arbeiten wollen. Nicht so arbeiten, wie normale Leute arbeiten. Die wollen leben, ohne zu arbeiten. Von der Arbeit anderer Leute wollen die leben. Herr Grabbe heißen Sie? Ja, Grabbe. Gustav Grabbe. Ich bin mein Leben lang Kellner gewesen. Damit, mit den Füßen habe ich gearbeitet. Abgelaufen sind Sie. Sie sind Italiener. Ja, aber ich bin schon mehr als 10 Jahre hier in Deutschland. Ja, Ihr Deutsch ist sehr gut. Ich habe eine Frage an Sie beide. Da soll es einen Gast geben, der immer nur mittwochs kommt. Wer ist das? Kennen Sie so einen Gast? Der nur mittwochs kommt? Ja,
Da gibt es jemanden. Da kommt jemand nur einmal in der Woche. Luigi. Nicht, dass ich wusste. So blasser. Hat, glaube ich, einen Schnurrbart. Sehr elegant. Ich glaube, da musst du dich täuschen. Kommt einmal in der Woche. Aber ob das Mittwoch ist? Also mir ist er denn nicht aufgefallen. Herr Kabe, könnten Sie diesen Mann, der nur einmal in der Woche kommt, können Sie den beschreiben? Ich meine, so gut, dass wir danach ein Phantombild machen können. Ja, natürlich. Da helfe ich Ihnen gern. Sie meinen so eine Polizeizeichnung? Mhm. Ja, wissen Sie, beim älteren Menschen lässt so langsam alles nach, aber mein Gedächtnis, das funktioniert noch. Was ist denn mit dem Mann? Ich habe das Kennzeichen. Grüß dich. Ihr seid schon da? Geht schon in die Wohnung, ich komme gleich. Ich muss es Ihnen jetzt doch sagen. Bist du denn verrückt? Denen helfen wollen? Sag mir, was du meinst. Da soll eine Zeichnung angefertigt werden. Nach deiner Angaben. Ja und, wenn der Kerl viel wichtig ist? Weißt du denn nicht, worauf du dich einlässt? Oder mit wem? Wo kommt ihr denn heute so früh? Es hat uns jemand mit dem Auto mitgenommen. Aber ich habe euch doch gesagt, ihr sollt euch niemals von jemandem mit dem Auto mitnehmen lassen. Aber der Mann kennt dich doch. Er hat heute Morgen mit dir telefoniert. Was hat der Mann mit mir telefoniert? Dass er uns abholen soll. Dass er euch abholen soll. Er hat vor der Schule auf uns gewartet. Kommt, geht in euer Zimmer. Komm, ich komme gleich nach. Ursula, heute Morgen hat nur einer mit mir telefoniert. Die Kinder. Es ist eine Warnung. Sie wollen mir etwas zu verstehen geben über die Kinder. Sie haben die Kinder von der Schule abgeholt. Wieso ist die Lade offen? Ich hatte abgeschlossen. Ursula, ich hatte abgeschlossen. Entschuldige, Anna. Ich habe die Lade aufgemacht. Wie denn aufgemacht? Du hast doch gar keinen Schlüssel. Ich habe das Schloss abgebrochen. Herrgott, Anna! Die Polizei braucht die Nummer des Wagens. Es ist der einzige Anhaltspunkt, die einzige Möglichkeit, den Mörder zu finden. Du hast ihm die Nummer gegeben? Ja. Sie hatten die Kinder! Wir haben die Sache weitergegeben. Der Erkennungsdienst ist unterwegs. Wir müssen jetzt erst abwarten. Ja, wir melden uns dann. Guten Tag, Frau Weichler. Was kann ich für Sie tun? Ich suche die beiden Herren, die den Mordfall Mario Forlani bearbeiten. Herrn Derek und Herrn Klein. Die sind in dieser Sache unterwegs. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja. Ja, das kommt schon in der... Was machen Sie denn da? Ich habe mich abgemeldet. Und wer ist das? Es wurde nach einem Mann gefragt, der nur einmal in der Woche zu uns kommt. Ich glaube, ich weiß, wer da gemeint ist und versuche ihn zu beschreiben. Die machen das ganz fantastisch hier. Herr Grape, die Chefin weiß nichts davon, nicht wahr? Nein, ich sollte davon nichts sagen. Der Mann da soll was mit dem Mord zu tun haben. Aber Sie hätten meiner Schwester Bescheid sagen müssen. Das kann ihr doch noch recht sein. Ja, und wer soll das sein?
Ein Gast von uns? Ich habe so einen Mann noch nie gesehen. Der existiert doch nur in ihrer Fantasie. Na, das möchte ich aber nicht sagen. Der Mann ist genau getroffen. Und wir sind ja noch nicht fertig. Ist das Ihr Wagen? Ja. Das ist mein Wagen. Mein Kennzeichen. Was ist denn damit? Können wir es hier mal ansehen? Ja, aber gerne. Sagen Sie, das Kennzeichen gehört eigentlich zu einem Mercedes. So, ist aber mein Kennzeichen. Ich fahre den Wagen mit dem Kennzeichen schon jahrelang. Ja, kann es sein, dass das ausgewechselt worden ist? Wieso soll das ausgewechselt sein? Es ist ziemlich locker und hier sind ganz frische Kratzspuren von einem Schraubenzieher. Sagen Sie, die übrigen Wagen hier, die haben keine Nummernschilder, was? Natürlich nicht, die sind ja alle abgemeldet. Und Ihr Wagen, wo steht der nachts? Immer hier auf dem Hof. Ich wohne gleich da drüben. Ich gehe abends zu Fuß rüber. Warum fragen Sie? Ja, hier ist genau das Gleiche. Ebenfalls Kratzspuren. Herr Bilzner, haben Sie auch einen Mercedes hier auf dem Hof? Ja, der steht da drüben. Moment. Hugo! Wieso steht der Mercedes jetzt da in der zweiten Reihe? Der stand doch immer da hinten. Der steht doch immer da vorne. Ach was? Der stand immer da hinten. Können Sie mir sagen, wo Sie gestern Nacht waren? Klar. Ich habe den ganzen Abend zu Hause meinen Geburtstag gefeiert. Ja. Hey, was machen Sie denn hier? Ich warte schon seit einer Stunde. Haben Sie die Nummer? Die Autonummer, die ich Ihnen gegeben habe, schon benutzt? Ja, wir sind gerade dabei, eine Abforschung anzustellen. Mein Gott, und ich wollte Sie bitten, es nicht zu tun. Warum nicht? Die Kinder. Ja, Sie gehen auf die Kinder los. Das ist mein Vater. Guten Tag, Herr Weichner. Mein Name ist Derek. Wir sind entsetzt, erschüttert. Organisiertes Verbrechen nun auch in Deutschland? Herr Weichler, wir haben kein organisiertes Verbrechen in Deutschland. Oder, ja, besser gesagt, noch haben wir es nicht. Man wird überfallen, auf der Straße totgeschlagen. Wie soll man sich dagegen wehren? Hören Sie mir bitte zu. Das Geschäft, sagen wir mal so, das Geschäft, das sich hier zu etablieren versucht, basiert auf der Angst der Bedrohten, verstehen Sie? Die Geschäftsgrundlage ist die Angst. Also bitte lassen Sie mich mit den Kindern reden. Sie sollen mir nur den Mann beschreiben, der vor der Schule auf Sie gewartet hat. Nein, das erlaube ich nicht. Sie können die Kinder nicht gegen meinen Willen vernehmen. Vater. Ich glaube auch, dass das nicht zulässig ist. Meine Tochter hat recht, wenn sie sich dagegen wehrt. Ich bin auch der Meinung, dass das Wohl der Kinder vorgeht. Die Sie ja nicht schützen können. Oder wollen Sie ihnen Polizeischutz geben, wenn sie in die Schule gehen? Ich werde Ihnen was sagen. Ich werde die Kinder in den nächsten Tagen nicht in die Schule schicken, weil ich nämlich Angst um sie habe. Wir vernehmen Ihre Kinder nicht gegen Ihren Willen, Frau Forlani. Wir werden unten noch etwas trinken. Entschuldigen Sie bitte. Sie müssen das verstehen, diese Ablehnung. Die Kinder wissen ja jetzt, dass Ihr Vater tot ist. Das ist natürlich ein furchtbarer Schock für Sie. Außerdem hätten Sie sowieso kein vernünftiges Wort herausgebracht. Was soll man denn machen gegen Gewalt? Ja, Sie haben natürlich eine andere Einstellung. Sie haben sicher Ihren Revolver in der Tasche, unser einer nicht. Bei mir rennt die Angst offene Türen ein. Wenn Sie erlauben, das mal so auszudrücken. Mir geht da etwas nicht aus dem Kopf, Harry. Heute Morgen rief jemand an, sprach mit Frau Forlani und wusste, dass ihr Mann tot war. Wieso? Woher wusste er das? Richtig, ja. Ich meine, die haben den Forlani zusammengeschlagen und den liegen gelassen? Ja, sie haben möglicherweise gesehen, wie er zu Hause angekommen ist. Na gut. Ja, vielleicht haben sie einen Notarztwagen gesehen. Na gut, aber woher wissen Sie über Nacht, dass er gestorben ist? Sie haben noch keine Wünsche? Ach ja, das Kunstwerk ist fertig. Sehen Sie es mal an.
Na, haben Sie den Mann, den Ihr Kollege da beschrieben hat, nie gesehen? Nein. Also, an so einen Gast kann ich mich nicht erinnern. Ja, wissen Sie, da ist sicher die Fantasia mit ihm durchgegangen. Manchmal, der kann doch nicht bis drei zählen. Frau Bodis? Ja? Können wir Ihr Mann mal sprechen? Hugo! Kommst du mal? Was will denn die Polizei von dir? Polizei, Polizei! Wer ist denn nicht die Polizei? Ja, wir sind von der Kriminalpolizei. Die waren auf dem Platz heute bei mir, ich weiß doch auch nicht, was die wollen. Komm mal rein. Zu den Kindern. Wenn ich einmal nicht rausgehe? Wenn ich einmal wissen will, was die Polizei von dir will? Schon wieder von dir will? Marie, tu mir den Gefallen, geh raus zu den Kindern. Die werden mich was fragen, ich muss mich konzentrieren. Die bringen mich doch immer raus. Bitteschön. Es ist tatsächlich so, die Kinder machen mich fertig. Ah ja, klar. Ihr Chef hat gestern seinen Geburtstag gefeiert, nicht wahr? Ja, ja, ich weiß. Mhm. Waren Sie dabei? Na, so gut stehe ich nicht mit ihm. Sie haben die Nummernschilder gebraucht. Für den Mercedes da auf dem Gelände. Hm? Ich kann das mir nicht sagen, warum Sie mich dann auch fragen. Was ist denn mit dem Mercedes? Der spielt eine ziemlich wichtige Rolle in einem Mordfall. Gute Nacht, Frau von Rani. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Krabbe. Der Teufel soll die Spitzbuben holen. Möglichst alle Spitzbuben der Welt. Schon gut, Herr Gott. Es geht mir dauernd im Kopf rum, was Sie wohl als nächstes machen. Das ist zum Verrücktwerden. Tja, vielleicht melden Sie sich nie mehr. Manchmal ja, ab und zu. Wenn jemand gesagt hat, kannst du mir helfen, ich brauche einen Wagen, dann habe ich gesagt, schön. Aber dass dem Wagen ja nichts passiert. Und keine krummen Sachen. Und ich habe mir da heute ein paar Nebeneinnahmen gemacht. Muss man ja haben, braucht man doch heute Nebeneinnahmen. Sie haben doch gesehen, ich habe Kinder. Und eine Frau. Und alle stellen Ansprüche. Wer hat den Mercedes in der vergangenen Nacht von Ihnen gemietet? Da fragst du mich aber jetzt was. Ja. Und der Frage können Sie auch nicht ausweichen, weil wir sonst annehmen müssen, dass Sie selbst in dem Wagen saßen. Ich selbst? Ich habe doch selber einen Wagen. Der steht bei mir zu Hause vor der Tür, den kann ich Ihnen zeigen. Also, wer hat den Mercedes gefahren? Der alte Spezi von mir, den habe ich im Knast kennengelernt. Aber der bringt doch niemanden um, das kann ich Ihnen gleich sagen. Wohnung kann man das ja nicht nennen, eher ein Zimmer. War früher Lagerraum. Sie jetzt vermieten. Also wenn der was gemacht hat, dann auch nur wegen dem bisschen Geld.
Da ist es. Die Tür ist offen. Herr Langner? Der ist weg. Der ist abgehauen. Harry löst die Fahndung aus. Unseren Kellner Krabbe zusammengeschlagen. Was sagen Sie da? Ja. Können Sie bitte mit rein. Zwei Männer haben ihn zusammengeschlagen. In seinem Hausflur und schrecklich zugerichtet. Bitte. Und woher wissen Sie das? Er hat sich in seine Wohnung geschleppt und uns angerufen. Haben Sie inzwischen irgendwas veranlasst? Ja, ich habe einen Arzt zu ihm geschickt. Und, ist er gekommen? Ja, und die Polizei habe ich auch verständigt. Einer Ihrer Kollegen ist in der Wohnung von Grappe. Soll ich rangehen? Ich gehe schon ran. Ja, Grappe? Ja, ich bin's selbst. Und ich sage Ihnen etwas. Diese Leute kriegen mich nicht klein. Ja, ja. Wie? Ja, Moment. Herr Berger. Ja. Für Sie. Hallo? Ach, Harry. Weiß Derek Bescheid? Was ist veranlasst? Kann er die Täter beschreiben? Ja, du bleibst heute Nacht da. Ist gut. Servus. Kann ich Ihnen irgendwas anbieten? Kaffee oder Cognac vielleicht? Nein, danke. Wenn ich was brauche, dann irgendeine Art von Hilfe. Ich bin ganz hilflos, ratlos. Wissen Sie, ich bin noch nie in meinem Leben mit einem Verbrechen in Berührung gekommen. Ich bin ganz erschüttert. Tja, das geht den meisten so. Man merkt plötzlich am eigenen Leib, wie die Welt wirklich ist. Das ist richtig. Bis man dann dahinter kommt, was es bedeutet, trotz alledem glücklich zu sein. Und warum hat man Grappe überfallen? Ja, weil er uns geholfen hat, diese Phantomzeichnung anzufertigen. Von dem Mann, der einmal in der Woche ins Lokal kommt. Und die Leute, die wir suchen, die haben Angst gekriegt, das ist alles. Ja, aber... Weil sie wollen fragen, woher die wissen, dass wir die Zeichnung haben. Ja, da gibt es eine Möglichkeit. Aber ich bring's jetzt erstmal nach Hause. Ich habe doch meinen Wagen da. Ich fahre ihn denn hier. Gustav, hilfst du mal? Den Mantel? Ich habe einen verletzten Arm. Nicht so schlimm, sonst wäre ich nicht gekommen. Ich muss ja servieren können. Hast du gehört, was mir passiert ist? Ich habe gehört. Alten Schuh kriegt man nicht so schnell kaputt. Herr Grappe, warum sind Sie denn nicht zu Hause geblieben? Ja, und, Entschuldigung. Na, ich hab gedacht, sollen heute zweifeln. Kommt nicht in Frage, habe ich gedacht. Guten Tag. Ja, gerade nicht im Bett. Ich erkläre es gerade, dass ich ganz in Ordnung bin. Na, fein. Wir hätten Sie gerne mitgenommen. Mich? Ja. Wohin? Mitgenommen. Wollen Sie sich nicht umziehen? Ja, bitte kommen Sie. Was ist denn los? Bitte. Wie ist Ihr voller Name? Luigi Cesare Mentone. Von wo kommen Sie? Ich wohne seit 10 Jahren hier. Nein, nein, ich meine nicht München, Italien. Ich habe noch eine Mutter in Italien und eine Schwester mit 7 Kindern. Sie wohnen in Cosenza. Wo liegt das, Süditalien? In Kalabrien.
wollen Sie eigentlich in meiner Wohnung? Also? Ich will ganz offen zu Ihnen sein, Herr Mentone. Es gibt da zwei Punkte, in denen Sie unser Interesse hervorgerufen haben. Punkt 1, Harry. Tja, Punkt 1, Mario Forlani starb im Krankenhaus. Am nächsten Morgen gegen 9 Uhr meldete sich ein Mann am Telefon bei Frau Forlani und der wusste, dass Mario gestorben war, was bis dahin eigentlich nur die Familie wusste und eben die beiden Kellner. Und wir haben uns überlegt, wer von den beiden eben in Frage käme und sind dabei auf Sie gestoßen. Der zweite Punkt ist der Überfall auf Herrn Grabe. Warum er? Warum geht man auf ihn los? Warum auf diesen harmlosen alten Mann? Nun, wahrscheinlich ist er für die Täter gar nicht so harmlos. Nach seinen Angaben haben wir eine Zeichnung anfertigen können, die so gut sein muss, dass die Leute Angst bekommen haben. Nur, woher wissen Sie das, dass die Zeichnung so gut ist? Von wem wissen Sie es? Ja, dann sind wir wiederum auf Sie gekommen. Falsch. Falsch, das alles ist ganz falsch. Ich habe doch damit nichts zu tun. Nicht das Geringste. Erlauben Sie, dass wir uns hier ein bisschen umsehen, ja? Ah, tun Sie nur. Ich habe nichts zu verbergen. Ne? Na ja, ich frage ja auch nur, weil ich noch keine Durchsuchungserlaubnis vom Staatsanwalt habe. Und ich habe nichts dagegen. Warten Sie mal, Cosenza, sagten Sie. Cosenza, war da nicht das große Erdbeben? Nein, das war mehr im Norden. Ah, Ihre Familie wurde nicht betroffen? Nein, Gott sei Dank nicht. Arme Leute sind wir sowieso. Meine Mutter, meine Schwester, die Kinder, alle dort unten sind arm. Sie leben von dem, was ich ihnen schicke. Sowas weiß man ihr nicht. Dass wir ankämpfen müssen gegen alles Mögliche, gegen alle möglichen Schwierigkeiten, von denen man ihr nichts weiß. Sind das Bilder von Ihrer Familie? Ja. Ah, das ist Mama. Das ist ein altes Foto. So gut sieht sie nicht mehr aus. Sie ist älter geworden. Schwächer. Sie braucht Hilfe. Hat sie die? Meine Schwester sorgt für sie, so gut sie kann, mit 7 Kindern. Meine Schwester hat ihren Mann verloren. Alle dort unten sind in großer Not. Und Sie schicken Geld runter, nicht wahrscheinlich? Ja. Ja, natürlich, ich schicke Geld. Ja, nun hat man Ihnen auch mehr Geld versprochen, nicht wahr? Für ein paar Informationen. Man hat Sie damit hineingezogen, ist doch richtig. Wovon sprechen Sie? Na, von den Leuten, die Geschäftsinhaber erpressen. Die sogenannte Schutzgebühren kassieren wollen. Schauen Sie, diese Leute brauchen doch Informanten, die brauchen Mittelsmänner. Und jetzt frage ich Sie, wie hat man Sie dazu gebracht? Geld? Was war's dann? Drohungen gegen Ihre Familie in Cosenza? Sie können sich doch nicht wehren. Wie denn? Womit denn? Sie sind hilflos. Und ich bin es auch. Von mir erfahren Sie nichts. Ich kann nicht. Entschuldige Sie. Die Polizei hat mir ein paar Fragen gestellt, die ich nicht verstanden habe, nicht beantworten konnte. Ich kann doch hier weitermachen? Natürlich, Luigi. Was ist denn los? Die ganze Arbeit muss ich allein machen, mit einem Arm, den ich nicht gut bewegen kann. Ah, bin ja da, Gustav. Was wollte denn die Polizei von dir? Ah, nichts Besonderes. Die machen sich wichtig, wie? Das können sie. Frag sie, was sie sonst noch können. Thank you.
Sag mal, warum hast du den nicht festgenommen? Ich meine, er gibt ja zu, ein Informant zu sein. Er gehört ja dazu. Als Täter oder als Opfer? Ist ja auch ein Opfer. Ja, aber er kennt einen der Mörder. Harry, was haben wir davon, wenn wir ihn in eine Zelle sperren? Wenn der an seine Familie in Italien denkt, dann stirbt er vor Angst. Ja, hast auch wieder recht. Also, was machen wir? Warum wollen Sie denn wissen, was für Freunde Luigi hat, wo er verkehrt? Ja, glauben Sie denn, dass er etwas mit den Mördern zu tun hat? Ganz ausgeschlossen. Ursula, das glaube ich auch nicht. Würden Sie mir bitte meine Frage trotzdem beantworten? Wo er verkehrt? Ja. Er geht öfter in ein Lokal in der Brienner Straße. Danke. Ja? Ja. Hör zu, Berger, nicht aus den Augen lassen. Wenn er geht, dann folge ihm. Ich komme sofort. Wir haben ihn. Berger ist sicher, dass es ist. Er sagt, ich brauche mir nicht mal die Zeichnung anzuschauen. Wo ist er? Direkt gegenüber. Das könnte doch sein, oder? Ich bin sicher. Festnehmen? Nicht hier. Kriminalpolizei, legen Sie Hände auf Sorgen. Los, was wollen Sie von mir? Zeigen Sie Ihr Papier. Die können Sie gern sehen, aber erklären Sie mir doch endlich, was Sie eigentlich von mir wollen. Rudolf Wilhelm, Sie wohnen? Direkt Platz 12. Sagen Sie mir endlich, was das Ganze soll, was Sie von mir wollen. Kann nur ein Irrtum sein. Das wird sich sehr schnell herausstellen. Wir brauchen Sie für eine Gegenüberstellung. So, nehmen Sie Platz. Nein, nicht dort. Da ist doch Ihr Standplatz. Frau Verlagen? Frau Verlagen? Ist das der Mann, der immer mittwochs, nur mittwochs gekommen ist? Nein. Sie sagen, er ist es nicht? Nein. Ist das der Mann, der immer mittwochs kam? Das kann ich nicht sagen. Nicht mit Sicherheit. Gehen Sie. Den Mann kenne ich nicht. Tut mir leid. Ganz unbekannt. Herr Gabel? Ist das der Mann, der jeden Mittwoch hergekommen ist? Erkennen Sie ihn wieder? Ja. Das ist er. Das ist er, und zwar ohne jeden Zweifel. Haben Sie ihn endlich.
Mich kriegen Sie nicht zum Schweigen. Raus hier! Wir werden Sie rausholen. Der Arzt kommt. Wer hat Frau Lani umgebracht? Das sollst du nicht stören. Wir glauben, der hält das aus. Das ist schwierig. Die Namen der anderen, wer ist Ihr Auftraggeber? Wer ist es? Den Mörder haben wir. Wer sind die Auftraggeber? Die Gefahr für alle ist geblieben.